Wir schreiben einen Song Teil 3 und heute nehmen wir den Bass auf. Ja, unser Song bekommt ein Fundament. Und was ich dabei alles beachtet habe und wie ich es eingespielt habe, das siehst du gleich nach dem Intro. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, heute geht es zur Sache. Wir nehmen das Fundament unseres Songs auf, der Bass ist dran. Ja, und als erstes galt es natürlich, die Frage zu klären, mit welchem Bass ich das Ganze aufnehme. Du erinnerst dich, im letzten Video habe ich gesagt, welcher Bass soll es denn sein? Einmal der Höfner, der Precision von Fender oder der Rickenbacker. Und das Urteil ist relativ klar ausgefallen. Ihr habt euch für den für den Rickenbacker entschieden. Ein 74-jähriger, wollte ich gerade sagen. Ein 74er Rickenbacker, den ich unter anderem deswegen habe, weil mein Idol Paul McCartney einen besitzt und er hat ihn ab Sgt. Pepper, soweit ich weiß, gespielt und dieser Bass ist einfach für mich untrennbar mit Paul verbunden, später dann mit Lemmy, der ja natürlich auch Rickenbacker Bässe gespielt hat und vor allem deswegen auch knallharter Rockbass für mich persönlich. Das heißt, die erste Soundentscheidung habt ihr mir im Prinzip schon abgenommen, ihr habt den Rickenbacker ausgewählt. Ich habe eine diverse weitere Soundentscheidungen allerdings auch noch treffen müssen auf dem Weg zur Aufnahme, die jetzt gleich ansteht. Ich habe mir ja ein bisschen was zurechtgelegt und konnte mir dank eurer Einsendung auch so ein bisschen Gedanken darüber machen, was ich genau einspiele. Und vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall, dass ihr mir so fleißig E-Mails geschickt habt. Ich habe mir einiges rausgepickt. Vor allem werde ich eine ganze Menge Achtel gleich reinhämmern hier, damit der Song auch richtig nach vorne geht. Und die Vorschläge haben auf jeden Fall sehr geholfen, mir das zu entwickeln, was ich jetzt gleich einspielen werde. Was den Sound angeht, gibt es diverse Entscheidungen, die ich auch noch treffen musste. Und weil die vielleicht auch für den einen oder anderen von euch da draußen interessant sind, der vielleicht nur mit Plugins arbeitet, aber zum Beispiel ein Bass-Plugin hat, also ein Plugin, mit dem man eine Bassgitarre nachbilden kann, sind einige Entscheidungen, die ich für den Sound getroffen habe, vielleicht auch für dich interessant. Deswegen mache ich es einfach mal. Ne? Die erste Grundentscheidung, die ich normalerweise treffe, wenn ich einen Bass einspiele, ist, spiele ich ihn mit Fingern ein oder spiele ich ihn mit einem Plektrum ein. Und wenn ich ihn einspiele, ich drehe mich hier die ganze Zeit um, weil ich die Plektren hier verteilt habe in meiner Bude, spiele ich mit einem dünnen Plektrum ein, so eins, oder spiele ich es mit einem dicken Plektrum ein. Ich gebe dir mal Soundbeispiele, damit du es mal hören kannst. Einmal Finger, dann haben wir das dünne Plektrum, deutlich weniger Attack, ne? Und dann haben wir das harte Plektrum, mit dem man nochmal deutlich mehr reinkneten kann als mit den Fingern. Da wir hier bei 150 Beats spielen und ich da mit den Achteln noch nicht so fit bin, ich bin nun mal kein von Haus aus Bassist, habe ich mich für das dicke Plektrum entschieden, mit dem man einen starken Attack erzeugen kann und mit dem man so richtig schön in die Seite reinkneten kann. Das heißt, die erste Entscheidung nach dem Instrument ist dann quasi fürs dicke Plektrum gefallen. Die nächste Entscheidung war, mit welcher Pickup-Einstellung gehe ich ran. So ein Bass hat, also dieser Bass zumindest, hat zwei Pickups, einen in der Nähe des Steges und einen in der Nähe vom Hals. Und beide haben eine unterschiedliche Klangcharakteristik. Der hier am Steg ist eher knurriger und knochiger, wollte ich sagen. Und der hier vorne ist natürlich deutlich fetter, weil die Saite weiter ausschwingen kann und dementsprechend ein deutlich runderer Sound zustande kommt. Wir können uns das mal anhören. Einmal die Einstellung hier hinten. Direkt nur der Steg-Pickup. Dann beide zusammen kann man auch nehmen. Wird ein bisschen runder, aber hat trotzdem noch den tollen Anschlag. Und dann haben wir hier noch einmal den fetten, runden Sound, den dann der Pickup da vorne hat. Da ist die Entscheidung für mich relativ einfach gewesen, weil ich wollte A, einen relativ fetten Sound untenrum, B, aber trotzdem genügend Attack und dementsprechend habe ich mich für beide Pickups entschieden. Soweit, so gut. Aber jetzt die nächste Entscheidung. Wo spiele ich mit dem Plektrum? Plektrum habe ich ja gesagt, aber wo spiele ich? Ich kann überall auf dieser Seite spielen. Wenn ich mit dieser Pickup-Einstellung hier hinten am Steg spiele, habe ich einen sehr knurrigen Sound. Das britzelt schon ein bisschen, ne? Wenn ich hier vorne spiele, kann die Saite mehr ausschwingen und es wird deutlich runder. Das heißt, auch da muss ich die Entscheidung treffen, wo spiele ich denn die Saite? Rocksong, wir kneten volle Pulle rein, Achtel, also mit der Doppel-Pickup-Strategie dann quasi hier direkt vorm Steg, da kann ich richtig schön reinkneten. Zwischendurch gibt es einen ruhigen Teil, da habe ich mich dafür entschieden, nur mit dem Daumen zu spielen, der hat überhaupt keinen Attack, wie du hier hören kannst. Das entspricht dem Dynamikverlauf, den ich dann an der Stelle wähle. Es wird ein bisschen ruhiger, der Song fährt ein bisschen runter an der Stelle. Deswegen habe ich da nur mit einem Daumen gespielt. Spiel danach Achtel mit dem Daumen. Und dann danach geht es wieder volle Pulle mit dem Plektrum drauf. Dann geht es auf die letzten Refrains und dann kann ich wieder Gas geben. Das sind die Entscheidungen, die ich zumindest an der Stelle getroffen habe. So, wir haben also den Bass, wir haben die Pickups, die Pickup-Position, wir haben die Spielposition. Gab es noch eine Einstellung, die ich noch vornehmen musste, die man gar nicht einstellen muss, sondern wo man sich entscheiden muss. Unser Song ist in A-Dur. Und A kann man auf dem Bass zumindest in den tieferen Lagen an zwei Positionen spielen. Einmal mit der leeren A-Seite. Und einmal, wenn man auf der dicken E-Seite im fünften Bund greift. Und du hörst schon,
Beide Sounds unterscheiden sich deutlich. Weil ich einen fetten, dicken Sound haben wollte, habe ich mich für die dicke Seite entschieden. Das heißt, ich spiele in der fünften Lage hier, also im fünften Bund. Dadurch kriege ich für diesen Lauf einen schönen, einheitlichen Sound, wenn ich das mit der A-Seite gespielt hätte. Wäre mir das, jetzt bin ich schon wieder auf dem A gelandet, da auf der E-Seite. Ne? Wenn ich das mit der leeren A-Seite gespielt hätte, wären die Sounds für mich ein kleines bisschen zu unterschiedlich gewesen. Ich wollte einen schönen, fetten Sound haben und bin deswegen hauptsächlich auf der dicken E-Seite geblieben. Das heißt, wir haben richtig schöne Tech, richtig Fund unten rum und wir haben richtig Dampf, mit dem ich gleich aufnehmen kann. Und damit können wir schon in die Aufnahme reingehen. Den Bass habe ich gesteckt in meinen 6176 Preamp von Universal Audio, ein Röhren-Preamp, und da ist kein Kompressor drauf geschaltet. Das heißt, das ganze Ding geht im Prinzip nur durch die Röhrenendstufe. Durch die Röhrenvorstufe, ist aber nicht zu stark angeschossen. Ich wollte einen relativ sauberen, runden Röhrensound haben und habe das dann in die Apollo reingeschickt und dann quasi in meinen Rechner. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache, die zu beachten ist, nämlich wie ich aufnehme, und zwar mit Kopfhörer. Ich nehme grundsätzlich Bass mit Kopfhörer auf, weil ich den Eindruck habe, ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt, dass ich das Schlagzeug da besser hören kann. Irgendwie kann mich besser auf die Bassdrum und auf die Snare konzentrieren, wo ich meistens drauf spiele. Und wenn ich das über Studio-Monitore machen würde, würde ich mich nicht so richtig wohlfühlen, weil es macht natürlich Bock, auf Studio-Monitore drauf zu spielen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich ein bisschen straffer aufs Schlagzeug drauf spielen kann, wenn ich das Ganze über Kopfhörer höre. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wir gehen jetzt mal in die Aufnahme rein. Ich drehe mich jetzt in die Kamera um, setze meinen Kopfhörer auch auf und wir nehmen das Ganze mal auf. Ich verschone dich mit den ganzen Aufnahmen, die ich mache, denn ich denke mal, dass ich das nicht in einem Durchlauf schaffen werde. Aber wir hören uns mal den Anfang vom ersten Durchlauf an und den Schluss vom letzten Durchlauf und dann treffen wir uns danach in der Session und ich kann dir sagen, wie viele Durchläufe es tatsächlich geworden sind. Also viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Vier Aufnahmen sind es am Ende des Tages dann also doch geworden. Die sind jetzt hier in meiner DAW auch aufgeklappt. Ich habe also alle Spuren, die ich aufgenommen habe, auch mal aufgeklappt, damit du siehst, dass ich hier vier Stück aufgenommen habe. Ich habe von vorne bis hinten aufgenommen. Und das letzte Video haben mir einige Leute drunter geschrieben, speziell bei der Pilotspur. Wenn du einen Fehler machst, warum setzt du denn nicht an der Stelle an, wo du dann den Fehler gemacht hast und fertig? Dann brauchst du es nicht immer von vorne bis hinten durchspielen. Das ist meine Art zu arbeiten. Ich mag es halt gerne. Ich mag die Dynamik, wenn ich das von vorne bis hinten durchspiele und auch das Gefühl, dass ich den Song komplett von vorne bis hinten durchgespielt habe, gibt mir auch ein bisschen das Gefühl von Macht. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich mache das einfach gerne und spiele gerne durch, weil da können ja auch Sachen bei passieren. Und ich höre mir jetzt gleich einfach mal die Spuren durch, entscheide mich dann für eine von den vieren und werde dann wahrscheinlich, falls da noch kleinere Fehler drin sind, per Comping dann nochmal die Fehler ausbügeln. Falls du nicht weißt, was Comping sein sollte, kannst du mal hier gucken, verlinke ich dir ein Video, kannst du mal draufklicken und da ist das dann erklärt. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede ins Reinhören, das geht ja für dich sehr schnell, weil es ist nur ein Umschnitt, für mich dauert das ein paar Minuten, also ein bisschen länger, es sind ungefähr 4 Minuten der Song, also viermal durchhören, ein bisschen entscheiden.
entscheiden. Ich brauche bestimmt 20 Minuten für das, was ich jetzt gleich mache. Bevor ich das also mache, verrate ich dir noch eben, was ich hier soundtechnisch schon gemacht habe. Denn ich habe schon mal einmal reingehört, kurz wie der Basssound geworden ist, und habe mich hier für einen Equalizer entschieden, den ich reingeladen habe. Und habe da mein übliches Zeug gemacht. Wie immer ein Sicherheits-Low-Cut, den ich irgendwie, das ist schon so ein Automatismus bei mir. Den setze ich einfach, habe ich bei 20 Hertz gesetzt. Dann habe ich in diesem Fall bei dem Bass bei 200 Hertz was rausgenommen, habe bei 500 Hertz, hört, die böse Frequenz bei mir normalerweise, ein bisschen was angehoben, das passte zum Rickenbacker, und habe auch hier in den Höhen zwischen 4 und 5 Kilohertz noch ein kleines bisschen was angehoben, dass die Präsenz den Attack ein bisschen nach vorne gehoben hat. Ich kann mal kurz eine Stelle anspielen, dann hören wir uns mal kurz an, wie es ohne klingt, und dann mache ich mal an. So ist ohne. Klingt ein bisschen klarer, ein bisschen aufgeräumter, auch ein bisschen kerniger, speziell dadurch, dass ich bei 200 Hertz da ein bisschen was rausgenommen habe. Mein Geschmack definitiv. Und wir sind ja noch lange nicht in der Mixphase. Das heißt, ich habe den Equalizer nur drauf gemacht, damit ich mich gerade mal ein bisschen wohlfühle mit dem Sound. Habe dann die Lautstärke vom Bass noch ein bisschen ans Schlagzeug angepasst, hier 6,4 dB runtergezogen. Und das war's dann im Prinzip auch schon. So viel dazu. Ich verabschiede mich jetzt ins Hören. Das dauert ein bisschen und dann sehen wir uns gleich in einem schnellen Umschnitt. Also, los geht's. So, hat ein kleines bisschen gedauert. Für dich war es ja zum Glück nur ein Umschnitt. Ich habe so 20, 25 Minuten jetzt gebraucht, weil ich mir die Stellen doch alle einmal intensiv durchgehört habe, alle Aufnahmen. Und das ist schon ein schwieriger Entscheidungsfindungsprozess. Aber ich habe mich für Aufnahme 1 entschieden. Die erste ist mir tatsächlich am besten gelungen, zumindest nach meinem Geschmack und nach heute. Und habe dann aber am Schluss dann noch bei 2 Stellen etwas ausbessern müssen, weil da habe ich so ein offensives Lick gespielt an der Stelle und habe das dann per Comping einfach hier ausgebessert. Wir können ja mal hier kurz reinzoomen, dann kann ich dir das zeigen hier. Da habe ich mich dann für den Take 2 entschieden an dieser Stelle zum Beispiel. Und das Schöne am Comping ist ja, wie du hier bei diesem gelben Schnipsel sehen kannst, hier gibt es unten links so ein kleines Zeichen hier. Das ist das gleiche irgendwie wie bei den Kanälen drüben. Da kann ich auf jeden Fall auswählen, was ich an der Stelle hören will. Ich habe ja diesen Bereich markiert übers Comping und da ist jetzt Take 2 ausgewählt. Wenn ich da jetzt aber zum Beispiel auf Take 1 gehe, dann höre ich das, was ursprünglich da gewesen ist. Das war nämlich dieses Lick hier. Ne, dieses Düdel-Düdü, das war mir aber ein bisschen zu offensiv. Und dann kann ich jetzt hier einfach auswählen Take 2, nur für diesen Teil natürlich, und höre dann diesen relativ unspektakulären Lauf, und der passt meines Erachtens nach ein kleines bisschen besser an der Stelle. Falls ich mich im Mix entscheiden sollte, dann doch nochmal hier dieses etwas lautere Lick zu nehmen, dann kann ich das immer noch machen, weil per Comping kann ich mir einfach auswählen, was ich ja hier ausgewählt habe. Ich finde es super praktisch, und damit habe ich mir den Song jetzt basstechnisch dann auch zusammen zurechtgelegt an der Stelle. Hier hinten habe ich dann auch nochmal das Lick ausgetauscht an der Stelle, und damit ist die Bassspur schon fertig. Jetzt gehen wir rüber. Damit dürfte unser Song auf jeden Fall ein solides Fundament haben. Wir haben das Schlagzeug, wir haben den Bass, und was fehlt als nächstes? Richtig, die Gitarren. Du kannst dir die Spuren, die ich heute aufgenommen habe, und alle anderen Spuren übrigens runterladen auf meiner Homepage. Unter recordingblog.com findest du einen Blogartikel und da sind die Spuren in der aktuellen Version zum Download. Für deine DAW kannst du einfach dann da rein kopieren, 150 Beats pro Minute einstellen und schon kannst du alles hören, was ich hier auch gemacht habe. Solltest du Studio One User sein, kannst du dir sogar die komplette Session runterladen. Das heißt, darunter gibt es noch einen Link, da steht dann die Session, und dann kannst du noch ein bisschen in meine Equalizer-Einstellung rein gucken oder noch ein bisschen mit meinen Aufnahmen rumspielen. Und vor allem, wenn du Gitarrist da draußen bist, ich freue mich auf deine Ideen, die du hast zu diesem Song. Das heißt, schick mir deine Ideen per E-Mail an jonas@recording-blog.com, denn wir schreiben ja den Song. Ich spiele zwar einen Großteil hier ein, auch um zu dokumentieren, wie ich das Ganze mache, wie ich den Aufnahmeprozess mache und wie der Song bei mir wächst, aber es ist halt auch so, dass ich deinen Input gerne hätte. Das heißt, wenn du eine coole Gitarrenspur eingespielt hast, eine Rhythmusgitarre, vielleicht eine Solo-Gitarre, wie auch immer, schick sie mir per E-Mail und dann gucken wir mal, ob wir sie einbauen können in den Song. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich nicht der Einzige bin, der auf diesem Song spielt. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, wenn es dir gefallen hat, wieder. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du mir noch einen Daumen nach oben gibst. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, schnell noch auf den Abo-Knopf drücken, und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche zum nächsten Video Gitarren aufnehmen. Teil 4, wir schreiben einen Song. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.